So, Servus, Knochen wieder hier. Jetzt geht weiter mit dem Rank Match. Ich akzeptiere, weil der letzte den ich angenommen hatte. Rank Match, okay, ich bin an dritter Stelle, das heißt, ich mache hier gar nichts. Die ersten beiden nehmen eine Kommandantenfähigkeit raus. Also die Banshee, die kann nicht benutzt werden vom Kommandanten. Ich bin noch angezeigt hier mit Yagoi, aber ich werde dann auf Terran wechseln, weil ich mit Terran spielen werde. So, jetzt muss er sich eine raussuchen zwischen all den Fähigkeiten. Relativ viele, deswegen dauert es auch ein bisschen. Wenn er nichts klickt, dann bannt er nichts und alle Fähigkeiten sind verfügbar. Er hat aber was gebannt, okay. Die beiden hier, also einer von uns und der Gegner, die zweiten, die können eine Einheit bannen, die nicht produziert werden kann. Der Gegner sieht ja nicht, was wir spielen. Selbst wenn er es sehen würde, man kann es ja immer noch ändern. Hat also nicht viel damit zu tun. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, dann zu sehen, sagen wir mal, eine Terran-Einheit, eine gute wird gebannt. Die benutze ich leider oder jetzt in letzter Zeit nicht mehr, das ist Katapult. Das ist eine Terran-Einheit. Belagerungspanzer. Also wenn er nicht im Belagerungsmodus ist, dann schießt er halt mit Doppelläufiger. Ansonsten macht er so brennende Stahlkugeln oder brennende, was ist das, Felsen oder sowas. Die knallt dann raus. So, das ist eine Adlak-Einheit. So, ich werde das Deck wechseln, weil ich sagte, ich spiele Terran. So, man sieht hier, die Einheit ist nicht verfügbar. So, verfügbar sind aber die Sachen, die ich haben will. Zum Beispiel das große Katapult. Airborne nutze ich auch, weil Missile Strike ist so selten verfügbar, weil es halt so extrem teuer ist. Airborne und False Rally. False Flag wollte ich kurz sagen. False Rally. Das heißt, habe ich ja glaube ich schon mal erklärt, ich kann damit gegnerische Einheiten woanders hinschicken. Entweder am Anfang zu unseren Kanonen, später wenn sie schwere Einheiten haben, dann schicke ich sie ja nicht zu unseren Kanonen, sondern eher weg davon. So, und jetzt warten wir auf die Gegner. Das Problem ist, wenn jetzt irgendwer nicht annimmt, das habe ich auch schon gehabt, weil die Wartezeiten jetzt gerade in dem höheren Bereich, bin ich schon Rang 62 oder 63, wenn jetzt irgendeiner nicht vorbereitet ist, müssen wir nochmal von vorne anfangen. Das heißt, alle warten nochmal. Und je später es ist, das ist leider jetzt im Moment so, gerade auch in dem hochstufigen Bereich, da ist die Wartezeit immer 5 Minuten. Und das ist schon ziemlich lange, 5,5 war das höchste, was ich gewartet habe. Und er klickt nicht rauf, der Herr hier. Das heißt, wenn er es nicht raufklickt, oh Gott, jetzt muss der nächste noch. Also die Vorbereitung ist ziemlich lange, aber langwierig. Und wie gesagt, wenn einer nicht raufklickt, nicht bereit ist, dann werden alle zurückgeschickt zum Startbildschirm und man muss nochmal sich neu anmelden. Jetzt haben wir nochmal Glück gehabt. Das ist echt so, das nervt mich und man regt sich natürlich auch auf, wenn einer nicht fertig wird. Ne? Ich bin alte Terran. Oh Gott. Aber gut, ich weiß ja nicht, welche Einheiten sie haben. Ich fange wieder als Dritter an. Ich bin mal gespannt, echt, ich bin wirklich gespannt, wie das ablaufen wird. So, in 2 Minuten ist erst False Flag bereit. Das heißt, bis dahin müssen wir dann ausharren. Am Anfang werde ich noch die beiden Einheiten wohl herstellen. Und später dann im unteren Bereich, da werden dann die. Also mache ich in letzter Zeit häufig hier den Sentinel, weil der Boden- und Lufteinheiten angreift. Asterion, Ankyle, das ist einfach das Gegenstück zum Asterion. Und den Multiroll Tank. Der unheimlich, der viel Schaden macht, aber weniger aushält. Ja. So, in ein, zwei Runden nehme ich die eh wieder raus. Ich werde für die auch keine Punkte vergeben. Der Vorteil bei, der Mortus ist, dass er natürlich eine verdeckte Einheit ist. Und hier, das ist unser Detektor. Die haben selber noch keinen. Und solange der nicht aufgedeckt wird, kann er auch nicht angegriffen werden. So, werde ich gleich machen. So, mein Mortus ist immer noch da. Weil keine Detektoreinheit da ist. So, den habe ich jetzt annihilated, also ausgelöscht. Aber es war ja auch nicht so schwer. Kann natürlich sein, dass mit der nächsten Runde jetzt Detektoreinheiten kommen. Da ist eine. Ich muss aufwerten.
Der Vorteil bei dem Dauntless ist, dass er zwar nicht verdeckt ist, aber mehr Schaden macht. Also beide haben so ihr Pro und Contra, die Einheiten jeweils. So, so wie die Mine aufgewertet ist, werde ich die rausnehmen. Das wird jetzt gleich sein, aber ich werde sie noch eine Runde rein drin lassen. Noch brauche ich die Einheiten nicht nach vorne schicken. Die gegnerischen, weil wir ziemlich gut dabei sind. So, die Einheiten sind schon draußen. Ich warte jetzt, bis die dann komplett mal weg sind. Ich hätte gern, dass wir die Kiste noch bekommen. Da sind 600 drin. So, wir sind auch schon ziemlich viele. Jetzt können wir noch... Ah, oh, False Rally. Scheiße. Obwohl, nee, das war nicht False Rally. Das war... einfach nur Rückzug. Ganz normaler. Lass doch, doch schnell das Ding holen. Ja, wir haben's. Gut, ich nehme meine Einheiten jetzt raus. Der kommt zurück. Oh, jetzt muss ich aber schnell machen hier, weil ich sonst mit gar keiner Einheit reingehe. Just in time. Super knapp. Das fehlt. So, ich habe jetzt zwei von denen. Drei? Wieso habe ich drei von denen? Das wundert mich, ich habe dann nur zweimal aufgeklickt. Achso, es waren zwei verfügbar. Ich habe den Balken bis ganz nach vorne geschoben. Okay. Oh ja, sie machen doch ein bisschen meine Einheiten weg hier. So, ich werde die direkt so hinschicken, dass die in beiden Kanonen sich aufhalten da. Ich hätte gern den Enkal, ganz ehrlich. Ich werde auch kurz warten, bis ich den habe. Das heißt, so lange werde ich jetzt sammeln, werde jetzt nur mit den drei Einheiten hier reingehen. Den drei Sentinels. Ich könnte noch Airborne holen, also hier Luftunterstützung. Aber ich warte erstmal. Weil eigentlich will ich das Katapult haben. Scheiße, okay. Das sind ziemlich viele Einheiten. Das sind viele Einheiten. 4600 brauche ich. Dann kann ich den herstellen. Jetzt kann ich ihn herstellen. Das heißt, ich habe eine Einheit, die vorne ist, und ich habe eine Einheit, die weiter hinten ist. Also so eine Range-Einheit. Der Vorteil von dem ist, von dem Enkal, der kann Bodeneinheiten angreifen, oder ich kann auch seine Fähigkeit anklicken, dass er zuerst Lufteinheiten angreift. Hier gibt es aber keine gerade. Wie viele Köter will er eigentlich herstellen da? Man sieht, die Dinger sind super, ich liebe sie. Also, naja, lieben ist jetzt übertrieben, aber die sind schon echt geil. So, das ist ein befreundetes Katapult. Ich hätte ja gern auch noch, ich muss noch ein paar Punkte machen. Dann könnte ich mir auch endlich Katapult herstellen, kann ich aber gerade nicht. Jetzt kann ich's. So, ich produziere so lange die Einheiten, bis die Mine aufgewertet ist. Also die beiden hier. So, jetzt haben wir zwei Katapulte, das ist schon echt viel. Wie viele von diesen Kötern? Ich glaube, der hat echt Bock drauf. Ich glaube, der versucht hier wie so ein Experiment irgendwie zu schauen, wie viel er davon herstellen kann. So, den kann ich auch werten. Man sieht da ziemlich gut aus. So, die Mine ist auch gewertet. Ich stelle noch einen Karl her und dann wird erstmal gespart.
Okay, ein bisschen Schaden genommen, aber ich glaube, das vordere ist mein Katapult. Ich würde sagen, wir liegen ziemlich gut da. Also ich könnte wieder aufwerten, ich nehme jetzt auch mal Airborne. Upgrade your mind. Ich stimme noch einen Sentinel her. Okay, hat jetzt hier Feral benutzt, diese Wildheit da. Smash Knochenregale, ja, kann passieren. Legendary. So! Wir haben gleich das letzte Tourette weg. Und dann hält uns eigentlich nichts mehr. Es sei denn, der stellt jetzt noch, oder der Gegner stellt jetzt noch unheimlich viel große, schwere, krasse Einheiten her. Will er wahrscheinlich aber nicht. So, jetzt ist gleich die Spinne weg und dann geht's um so. Okay, wir haben sie nicht schnell genug weggemacht und das Tourette ist weg. Hier ist die Fähigkeit. Dadurch würde ich den hier oben wegmachen. Ich bin aber zu weit entfernt gewesen jetzt. So, jetzt könnte ich machen. Jetzt ist er weg. Ich nehme nochmal Airborne von hier. Und danach würde ich nochmal einen Katapult benutzen. Noch ein NK. So, ich habe noch einen NK. Das sind ziemlich haltbare Einheiten, aber funktioniert auch nur, wenn man Einheiten hat, sozusagen, die halt lane-mäßig direkt vorne sind. Ansonsten geht natürlich der Gegner direkt auf die und dann sind die auch ganz schnell weg. Das sieht doch gut aus. Okay, jetzt wieder ein paar Einheiten verloren. Kann man die ändern. Level up, ich könnte den Einkal aufwerten, aber. Warum schickt er die da hin? Asterion könnte ich jetzt. Ich weiß nicht, warum kostet er jetzt mehr? Was mich verwundert ist, ich habe gestern mit den Adlak oder so gespielt und da konnte ich Einheiten, die aus demselben Deck sind, also aus demselben Kartenbereich. Das ist ja nur eine. Also den habe ich ja zuerst und dann kann man ja so einen Reiter aufklicken und dann wäre der andere verfügbar. Und gestern war es so, da musste ich nur also einmal extra bezahlen und konnte dann mit einem ganz normalen hier 2300 und die 2300 plus 2300 konnte ich den so holen, nachdem ich schon so eine ähnliche Einheit gekauft hatte. Jetzt machen wir das weg. Wir gewinnen. Wir gewinnen. Ja. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Puff. Das hebt das Gemüt und die Laune. Das erheitert das Gemüt und hebt die Laune. So. Wieder nicht MVP geworden. Wo ist denn... So, 62. Wieso 62? War schon 62. So, wieder drei Teile zum Aufwerten hier für eine meiner Runen. Ich weiß aber nicht, ob ich sie eingesetzt habe. Ja, wie man sieht, also man fängt mit Rang 3 an und keinem Stern. Und bin jetzt schon bei Rang 1 und immerhin 2 Sternen, also schon relativ weit. Finde ich ein bisschen dämlich, das dauert einfach ewig hier. Gut. Also ich bin jetzt im Bronze-Modus, da gibt es wahrscheinlich noch den Silber- und Gold-Modus, könnte ich mir vorstellen. So, das war eine Daily Quest hier. Eingewertetes Match abschließen. Zwei soll ich abschließen, dann habe ich den kompletten täglichen Bonus dafür erreicht. Ich guck gerade, wie viel ich hier... über 300 Einheiten hergestellt, Wahnsinn. Relativ viel Essenz bekommen, aber die wenigste von all meinen Leuten hier. Also, die wenigste Essenz im Team hier. Aber ist egal, wir haben gewonnen. Darum geht es ja auch. Ja, was wollte ich sagen? Das Spiel gibt es gratis bei Steam. Ich habe das schon mal gespielt vor 5 Monaten. Dann ging es erstmal eine Weile offline. Da war es, glaube ich, Closed, Beta, Alpha, wie auch immer. Weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Und gibt es gratis bei Steam.
Red Tides Art of War oder Art of War Red Tides, eins von beiden eingeben, dann werdet ihr es finden, könnt es gerade runterladen und Spaß haben. Ah, vielen Dank für Zuschauen. Danke fürs Zuschauen, hinterlassen ein Abo, würde mir helfen und tut euch nicht weh. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Viel Spaß und beim Zocken. Haut rein, ciao, ciao.